So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Dusk. Und diesmal wieder mit ein bisschen Progress hoffentlich. Wir haben das letzte Mal jetzt eine neue Mission bekommen und zwar sollen wir irgendwo hingehen und irgendwas holen. Ich hab ins Haus in der Nähe vom Fahrradladen. Genau. Ich schätze mal, es ist nicht dieses Haus. Nee, glaube ich auch nicht. Das da drunter vielleicht. Ach nee, genau. Das ist der Fahrradladen. Ah. Oder der Markt. Das hier ohne Tür. Nee, das Haus, wo Markt draufsteht, ist das, glaube ich. Ja, genau. Ist ja direkt daneben. Tür entriegelt! Ist ein V-Schlüssel weg? Hallo? Der, alle Schlüssel der gehört Albert, der Schlüssel. Warum wirft der Albert Schlüssel weg? Was soll die Scheiße, ey? Hier sind wir also Alberts Haus. Das war also mit Sicherheitssystem gemeint. Sieht aber aus, als wären die Steine nicht echt. Ich könnte sie da hätte Oberschenkelmuskeln gut gepasst. Sieht so aus, als wären die Oberschenkelmuskeln. Okay, komplizierte Rätselzeit. Lass mich mal kurz nachdenken. Ja, kriegt Colin hin. Mach doch kurz zack, zack, zack. Fertig. Verkackt. Nein. Ich weiß. Nein, ich wollte das gar nicht. Ich wollte nach oben. Ja. Colin, du hast verkackt. Ich habe mich nur verdrückt. Ich wollte das wirklich richtig. Du weißt, wenn du selber verkackst, das musst du dich nicht rausreden. Ich habe das sofort gesagt. Das ist einfach nochmal. Ja, das ist. Ich habe es direkt beim ersten Mal geschafft damals. Defro, wenn man Missklick startet, dann kommen sie auch mal blöd. Also was soll's. Radio-Modul erhalten. Warum versteckt das hinter Steinen? Bringen wir es zurück zu Albert. Ja, der wird wissen, wie man das Radio-Modell benutzt. Genau. Alter, Ethan ist nicht gerade der Hälfte, ne? Der weiß nicht mal, wie man Radio macht, benutzt. Ja. Radio. Kannst du dich jetzt selber wieder hier einsperren? Nein. Das wär's ja. Na und? Der Blumentopf. Ah, schade. Damit wirst du keinen Blumentopf gewinnen. Da steht doch ein Radio, warum nehmen die nicht einfach das mit? Ja, bewegbar. Weil du ein Radiomodul brauchst. Ja, aber man kann auch einfach ein Radio nehmen, dann braucht man nicht das Radiomodul. Ich weiß gar nicht, was die haben, ist voll safe jetzt gerade. Na, ehrlich mal. Ja, nur ein Haufen Leichen. Und das faulende Bisaflor ist. Vor der Tür liegt auch so ein faulendes Modus. Wie das wohl schmeckt. So brav. Verfault wahrscheinlich. Du hast es gefunden, sehr gut, mein Junge. Nun, mal schauen, ob das Militär oder die Seuchenschutzbehörde etwas ändert. Weißt du, Albert braucht kein Werkzeug, der steckt sich einfach was anderes in den Arsch. Überall, ey. Harold hilft ihm aber mit seinem Werkzeug. Ja. Schlechte Nachrichten, keiner sendet irgendwas. Aber irgendjemand muss es doch gehen, muss es doch geben, der was gegen diese Infektion tut. Wie es aussieht, nein. Nein. Ich habe mich fest darauf verlassen, dass die Regierung uns nicht hängen lässt. Und jetzt das. Keine Polizei, kein Militär, keine solchen Schutzbehörde, die uns helfen können. Niemand! Wir sind ganz auf uns allein gestellt. Punkt, Punkt, Punkt. Tut mir leid, dass ich dich da rausgeschickt habe. Das Radiomodul ist nutzlos, wenn keiner etwas sendet. Aber es hat einen integrierten Musik-CD-Player, ne, Musik-Player. Ich kann nichts damit anfangen, du kannst es ruhig haben. Diesen erhält Musikplayer von Albert. Mit CDs. Der Musikplayer ist nun auf deinem Pokécom installiert. Öffne einfach dein Pokécom und wähle das Musik-Icon an, um dir Lieder anzuhören. Ist wohl eine nette Abwechslung für zwischendurch. Momentan ist aber nur ein einzelnes Lied enthalten. Aber die ja, na klasse. In ganz Ducatia City sind Musikstücke enthalten, die du aufnehmen kannst. Sie werden dann automatisch in deinen Musikplayer hinzugefügt. Besuche am besten nochmal einige Orte, an denen du schon warst. Vielleicht findest du ja dort das ein oder andere Musikstück. Danke dafür. Ein bisschen Musik wird mich sicherlich ein wenig beruhigen. Okay, also erst austesten. Ich fand das halt die erste voll Musik ist eiskalt Lavandia. Nee, das ist nur solche Musik irgendwie so. Dämlich, ey, wenn sie doch mal. Nee. Nee, ja, sehr schlecht. Sehr schöne Musik. Werden wir uns bestimmt noch anhören. Ja.
Hallo, Ethan. Das ist, glaube ich, nicht Maser. Vielleicht, man weiß es nicht genau. Das Werkzeug, das du mitgebracht hast, erweist sich als sehr nützlich. Vielen Dank, pass auf dich auf. Ich bin schon zerredet. Oh, ja, viel zu tun. Wenn man mal mit Polen. Wie lief es, Eve? Ja, wie lief es, Ethan? Konntest du es besiegen? Ja, wir konnten es töten. Der Kadaver von Bisafolo liegt nun vor dem Nordtor. Nordtor. Ja. Nord. Ich schätze mal, da kommt so schnell nichts mehr durch. Fabelhaft. Wirklich ausgezeichnet. Wie immer stehen wir alle tief in deiner Schuld. Ist schon in Ordnung, wirklich. Es war zu unserer aller Sicherheit. Ja, aber denk daran, dass wir das, was du für uns tust, nicht als selbstverständlich ansehen. Ist okay. Hey! Hast du schon gesehen? Ein paar Überlebende haben zu uns gefunden. Sie könnten dir eine große Hilfe sein. Hat er nicht gemerkt, dass wir schon... Sprech nochmal mit dem Polizisten, vielleicht hat er noch irgendwas zu sagen. Ich könnte euch helfen, einige Beißer für euch beseitigen. Yeah. Das wäre sehr hilfreich. Brando und ich benötigen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich kann aber nichts tun, solange ich meine... Pistole! Genau, nicht habe. Punkte. Die Beißer im Nahkampf besiegen? Keine Chance. Die würden mich innerhalb von Sekunden tagfrisch machen. Skunti, Skunti. Das wäre dieser Bastard wohl recht. Nix da, ja. Hör zu. Ich war einer der Überlebenden, die sich in der... Spielhalle! ...versteckt haben. Aber das ist schon Tage her. Vermutlich leben dort keine mehr. Ja, ja, ja. Skunti, als ich bemerkte, dass die Infektion sich in der Spielhalle ausbreitete, ergriff ich die Flucht, genau. Ich nehme den Schlüssel und rannte raus aus der Spielhalle und schoss hinter mir ab. Und die anderen Frecken da drin alle. Korrekt, ich, Skunti, ich hab sie alle getötet. Das ist für ein soziales Schwein. Er ist ein Polizist. Es war nötig, das zu tun. Entweder ich oder die. Ja, yeah, es war so furchtbar. Diese Schmerzen, das lässt sich einfach nicht los mit dir. Es tut mir leid für die Menschen, eigentlich nicht, die noch da drin waren. Punkte. So eine Welt machen wir alle früher oder später Fehler. Punkte, Skunti, für diese ganzen vielen Punkte. Ich habe noch mehr Punkte, es tut mir so leid, ich weiß nicht. Ja, Punkte, wo kommt der her? Vielleicht hätte ich sie retten können, Punkte vielleicht. Punkte, überall Punkte, Skunti, komm her, das sei, ich schaffe ab. Ich schweife ab, es geht um das Hier und Jetzt. Seufz, also, um es Punkte. Klar zu machen, Doppelpunkte. Die Pistole liegen in der Spielhalle, du müsstest sie abholen und mir bringen. Und wenn ich dann meine Pistole habe, knall ich ein paar von diesen Wichsern ab. Wenn wir in der Spielhalle vorbeikommen, können wir sie dir sicher mitbringen. Bevor ich vergesse, Punkte und hier noch mehr Punkte. Augenblick. Isna hält Casino-Schlüssel von Klaus. Genau, von Klaus. Damit schließe ich Spielhalle auf. Ganz großer Punkt. Als ich das letzte Mal an der Tür vorbeigelaufen bin, habe ich keinen Mucks mehr gehört. Aber du Punkte, seid trotzdem positiv. Klaus, danke. Okay. Der zweite Favorit ist Klaus. Dein Einsatz. Kann ich mir nicht mehr an ihn denken. Wie gut hast du gesagt? Ob du auf dich auflässt, du? Ich geh zum Beispiel so ein bisschen noch machen. Was? Erst aus der Spielhalle. Genau. Erstmal speichern. Genau. Machen wir kurz vorm Rausgehen, dann Spielhalle, kommt zurück und dann nochmal speichern und dann war, glaube ich, auch schon wieder Folge wahrscheinlich, ne? Ja. Oder? Ja. Passt. Tja, wer weiß, wie das in der Spielhalle zu tun ist. Vielleicht ist Team Rocket versteckt. Kann gut sein. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Ja, vermutlich nicht. Das war die erste Initiative. Tür entriegelt! Gießen wirft Casino-Schlüssel weg. Und tschüss. Ich hasse diesen Knecht, der alles einfach nur weg. Ja, mal ehrlich. Umweltverschmutzung. Ja, alles vor der Schlüssel. Oh, guck mal, die hat er alle umgebracht. Der scheiß Italiener, ey. Da lebte noch was. Ja. Guck mal, nicht mal zurücklassen kann er die anständig, dass sie draufgehen. Ja. Oh, ey. Ja, nice, ey. Oh, nein. Das ist gerade durch ihn durchgegangen. Ja, geht ja manchmal daneben. Oh, okay. Oh, fuck. Wow, den kann man ja damit durchstecken. Ja, wunderbar. Eine neue Fähigkeit. Im Mülleimer, guck im Mülleimer nach. Erstmal. Pistole gefunden! Dann wäre doch jetzt ein Pokéball. Ist das aus dem Pokéball? Ja, war klar, irgendwas musste doch jetzt kommen. Oh, Bruder, bist du das? Gesundheit! Ja, ist locker. Und tschüss. Oh, man kann nicht, ne? Ja.
du siehst. Will ich verarschen, Herr Miller? Ein bisschen, ne? Hallo, er hat kein funktionierendes Gehirn mehr, deswegen. Naja, ist ja gefickt. Mülleimer. Und das natürlich, ja klar. Sehr schön. Komm schon, das sind. Ja, schmeckt doch. Bam. Eine Bäre aus Mülleimer gefischt. Das war, ja, in der Zombie-Apokalypse. Spam A, vielleicht findest du ein paar Münzen für den Münzkorb, den wir nicht haben. Wir können den sehen. Du hebst Münzen auf, du hast keinen Münzkopf, du lässt sie wieder fallen. Genau. Du hebst ein Buch drin, ja, du kannst dich lesen, also schließt es wieder. Okay, die Spielhalle war langweilig. Jo. Die haben es alle nicht drauf. Didim, didim. So Ganondorf, didim, didim, ne? So eine Tassenhaut. Didim, didim. Ja, okay, da brauchen wir was zu tun. Vulpix! Vulpix! Jetzt ist es missklick des Hör. Du hast sie mitgebracht, oh, erstklassig, Punkte. So, ich dachte, er wäre fertig. Die Pistole ist auch voll geladen mit Punkten. Sieht so aus, als wären sie nicht benutzt worden. Ja, yeah. Wie auch immer, Scusi. Zeit, diese Besserweise das Maul zu stopfen. Oha, haben wir so eine Special-Version mit ihm? Ja, einen schwarzen Bildschirm. Er hat alle hier drin getötet. Ich glaube, er stirbt jetzt. Ich war eben draußen. Mann, Punkte. Diese Biester werden immer brutaler mit ihren Punkten. Ich habe meinen Maxien fast vollständig verschossen. Ich konnte viele dieser Beißer töten. Genau, ja. Yeah. Andere wiederum konnte ich nur verletzen. So sieht's aus, Punkte. Aber selbst die sollten jetzt einfach zu erledigen sein. Das nimmt mir und Brando eine Menge Arbeit ab. Danke dafür. Das war selbstverständlich. Punkte. Tja, und wieder Punkte. Das war alles, was ich für euch zu tun konnte. Ja, yeah, noch viel Glück, ihr zwei. Yeah, ist gut. Und Punkte. Ach nee, Martha. Also Martha, los! Hießen! Oh Gott! Komm doch mal bitte her, wenn du die Zeit dazu findest! Ja, ich komm doch bevor du stirbst. Hießen jetzt gerade, oh Scheiße, bitte, hoffentlich muss ich hier nicht wieder die Seniorenwindel wechseln, oh Gott. Tja, wir werden es herausfinden. Hallo Junge! Du musst dringend etwas für mich erledigen! Ich kann mich den Arsch abwischen. Vielleicht doch. Es ist wirklich wichtig. Oh, es fängt schon an zu brennen. Es tropft schon. Ich habe die Katastrophe mit meinem Mann, die Pokémon-Pension geleitet. Boah, das klingt auf einmal so fit. Ach, was das schön sollte. Immer diese Digits, die mit einem Pokémon ein bisschen Spaß hatten. Ja. Viele junge Trainer kamen zu uns, damit wir ihre Pokémon aufziehen sollten. Das war wunderschöne Zeiten. Oh, entschuldige, ich schwelge schon wieder zu viel. Mir ist eingefallen, dass die Pension müsste noch ein Pokémon heißen. Pokémon Ei! Ich komme mich aber bei. Ja, das Pokémon-Ei ist vom Lamus, deswegen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was für ein Pokémon-Ei darin war. Ja, es ist in dem Alter ein Wasser- oder Flug-Pokémon ist, wäre das unsere Fahrkarte hier raus. Möglich, aber das ist jetzt erstmal egal. Erstmal den Arsch abwischen. Gefroren ist. Und ich gehört, dass dieser Gefahr ausgesetzt wird. Pierre hat es in einem Satz vergessen. Egal. Das ist Martha, die darf auch gerne mal ein Wort vergessen oder so. Sie hat Bonus. Du bist mir bitte aus der Pension. Gucke, sie hat sogar ein Pokémon-Ei in der Pokémon-Pension vergessen, ja? Mach ich. Ich werde dir das Ei holen, Martha. Ist ja gut, ich hol das Ei. Schön, vielen Dank, mein Junge. Ja, ich geb dir auch ein paar Kekse. Isen erhält Pensionsschlüssel von Martha. Das ist voll ein strenges Pension? Jetzt wird dir viel abgenommen. Der Rote. Route 34. Das Ei sollte sicher auf einem Toilettensitz liegen. Irgendwann musste das Blaue so viel später nochmal betonen, so nach 3.6 oder bei der anderen Person. Sei vorsichtig! Es ist nicht überleben!
Genau, macht so. Oh, Alter. Ich werde. Ich gehe meine Augen abspeichern. Abspeichern lieber noch mal nach dem ganzen Text. Ja. Erstmal nochmal mit dem. Das ist immer anstrengend, Martin zu sprechen. Oh ja. Hey, Kumpel. Ist so einfach. Uns gehen langsam die Möglichkeiten aus, um die Stadt zu verlassen. Aber es gibt ja noch eine Sache, die wir nicht verletzen haben. Das muss echt scheiße sein. Oh ja. Kennst du den Hochgeschwindigkeitszug von Lucatia City? Nein, ist ja auch egal. Es ist ein Hochgeschwindigkeitszug. Das Scheißding läuft nämlich nicht mehr. Aber unser geschickter Handwerker, Harold, könnte den Zug wieder zum Laufen bringen. Dank der Werkzeuge, die du gebracht hast. Wenn er denn mal. Ja, ich wusste, dass sie uns noch nützlich sein werden. Wo ist er eigentlich gerade? Ja, wo? Ja. Gerade in irgendeiner Ecke alleine. Unterm Bett gerade. Wie auch immer, wenn wir tatsächlich den Zug wieder in Betrieb nehmen, könnten wir diesen zerfallenen Ort verlassen. Oh. Warum wir nicht schon früher darauf gekommen sind, den Zug zu benutzen? Tja. Tja! Der Untergrund ist voll mit Infizierten. Da durchzukommen wird schwierig. Aber uns bleibt wohl keine andere Wahl. Der Hochgeschwindigkeitszug also. Das könnte sogar klappen. Ein sicheres Transportmittel, das uns kilometerweit von ihr wegbringt. In eine andere Stadt, die von Zombies überrannt wird. Ich bin auf jeden Fall für diese Idee. Es bringt euch nach Kanto und Kanto von Kanto kommt die Infektion. Das ist doch so ein Scheiß. Yeah. Freut mich, dass der Plan fällt. Harold hat den Bahnhof schon aufgeschlossen. Der Bahnhof liegt gleich neben dem Radioturm. Geh dorthin. Er wartet doch schon auf dich. Scheiße! Er wird dir vor Ort erklären, was zu tun ist. Alles klar. Klar, dieser Harold, du. Erstmal speichern, dann Folge beenden. Geh mal oben raus. Ja, ja, ja. Nimm mal den oberen Ausgang. Und, Oh Gott. Und kratzig. Da brauchen wir das Pokémon-Ei. Oh, ja. Genau, und dann holen wir erstmal das Pokémon-Ei und danach machen wir Hauptquest weiter, ne? Das ist Level 30. Ganz klar, ey. Sieht so aus, ja? Und wir haben KP 30. Alles klar. Dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.